Die IG Metall erklärt: Den Betriebsrat per Brief wählen. In den kommenden Monaten finden in ganz Deutschland Betriebsratswahlen statt. Ihr wählt also eure Interessenvertretung im Betrieb für die kommenden 4 Jahre. Wann genau die Wahlen in deinem Betrieb stattfinden, erfährst du von deinem Wahlvorstand. Es wird mit dem Wahlausschreiben bekannt gemacht. Wer am Wahltag nicht im Betrieb sein kann, kann beim Wahlvorstand die Briefwahl beantragen. Der Antrag ist formlos, das heißt, du kannst dem Wahlvorstand einfach eine E-Mail schreiben. Wichtig ist, du musst deinen Antrag kurz stichwortartig begründen. Zum Beispiel, ich beantrage Briefwahl aufgrund von Homeoffice oder wegen Urlaub, Krankheit, Dienstreise. Teile dem Wahlvorstand ebenfalls deine aktuelle Adresse mit. Denk auch daran, du musst die Briefwahl rechtzeitig beantragen. Also so, dass dein Wahlzettel bis zur Schließung des Wahllokals per Post beim Wahlvorstand ankommt. Deine Wahlunterlagen werden dir direkt zugeschickt. Darin findest du auch ein Merkblatt, wie genau die Briefwahl auszufüllen ist und welcher Umschlag wo hineingehört. Schicke den Umschlag rechtzeitig wieder zurück. Denn der muss spätestens bis zum Ende der persönlichen Stimmabgabe beim Wahlvorstand eingehen. Das genaue Fristende steht auch in deinen Wahlunterlagen. Und ab damit in den Briefkasten. Betriebsratswahlen 2022. Du entscheidest.